Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Mpox und heute gibt es mal wieder ein Unboxing. Und zwar haben wir hier auf dem Tisch, hoffentlich, die Pip-Boy-Edition von Fallout 4 für die PlayStation 4. Leider ein wenig zu spät, am 11.11. hat Mediamarkt erst geliefert, einen Tag zu spät. Ich habe auf Twitter rumgeheult, sie haben mir binnen weniger Sekunden geantwortet. Oh, und heute ist es dann endlich angekommen. Alle zocken schon seit gestern, ich bin total gehypt. Ich musste mir ein Gronkh-Let's Play angucken, um ein bisschen in Stimmung zu kommen. Aber bin jetzt umso gespannter auf die Pip-Boy-Edition. Hoffentlich ist sie drin. Ich habe das hier zu einem Full-Unboxing gemacht, sprich, der Umkarton wird jetzt ebenfalls erstmal geöffnet. Ja, natürlich, mit meinem aus der postapokalyptischen Zeit, ja, dieses super rare Messer, mein Unboxing-Messer, damit mache ich das Ganze auf. Irgendwie hat jeder Unboxer ein Unboxing-Messer. Jedes Unboxing, was ich sehe, stellt erstmal jeder sein Unboxing-Messer vor. Ich glaube, ich habe diesen Trend gestartet. Ja, wenn es so ist, auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Ich brauche Bestätigung bei solchen Aussagen. So, Mediamarkt. Ich habe das Ding also nicht irgendwie geschenkt bekommen. In letzter Zeit bekomme ich zwar sehr viel, aber das leider nicht. Und da ist nochmal eine Pappe drin. Sie machen es spannend. Ist ein Rasierer drin, wie bei Mass Effect 4 oder die Pip-Boy-Edition. Es sieht nach der Pip-Boy-Edition aus. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Plastikschrott oder cooles Gimmick für das Regal? Das ist hier die Frage. Ich ziehe das mal so hier raus. Vault 111. So, Umkarton geht weg. Zack. Und da haben wir auch schon das Case der Pip-Boy-Edition. PS4, stimmt soweit alles, ja. Ist eine ganz, ganz coole Hartplastikschachtel, die man hier dabei bekommt. Da ist dann letztendlich das Spiel drin. Ja, ich drehe nochmal, hier nochmal die 111. Open this way up, so steht das hier drauf. Hier unten ist nochmal ein bisschen was eingestanzt, von wegen Pip-Boy-Edition hast du nicht gesehen. Und hier auf der Rückseite, da gucken wir auch nochmal eben drauf, steht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da genau bei ist, ist schon so lange her, dass ich das Ding gekauft habe. Als einziger Überlebender von Vault 111 betreten sie eine durch den Atomkrieg vernichtete Welt. Jede Sekunde ist ein Kampf ums Überleben und alles liegt in ihrer Hand. Nur sie können sie wieder aufbauen und das Schicksal des Ödlands bestimmen. Willkommen zu Hause. Ja, so viel der Klappentext hier. Ich dachte eher, ich erfahre hier, was da drin ist. Der Pip-Boy auf jeden Fall, so ein Ständer, irgendwie eine Karte, die Box, die wir hier gerade in Händen halten und ja, hoffentlich das Spiel. 100% Uncut, sehr gut. So, den Schuber müssen wir erstmal wegmachen. Dazu cutten wir einmal hier das Kleberchen. Ich will jetzt keinen Kratzer oder so reinmachen, deswegen bin ich... Das Unboxing-Messer ist auch nicht mehr das, was es mal war, ne? Das schneidet gar nicht mehr richtig. Ich brauche unbedingt ein neues Unboxing-Messer. Ich hatte ja mal schon so ein Zukunftsmesser, aber das war mir irgendwie zu unstylisch. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal dafür sorgen, dass ich ein neues bekomme. So, den Schuber können wir jetzt hier so rausschubern. Wunderbar. Dann geht das auch, würde ich sagen, beiseite. Ne? Brauchen wir nicht mehr. So, was steht hier drauf? Fits most human arms. Mal gucken auch, ob das bei meinem so ist. So. Okay. Vault-Tec. Limited Issue. Sehr gut. So, ich glaube, man kann hier so drauf drücken, oder? Wie geht das auf? Hallo, kommst du? Hier ist irgendwie was. Ah ja, okay, alles klar, verstehe. So, jetzt müsste das eigentlich so nach oben aufgehen. Ah, Pip-Boy Edition. Wir machen das mal so, dass ihr mitgucken könnt. So, und da ist dann nochmal so eine Plastikverpackung mit am Start. Wenn wir die hier aufmachen. Ich habe mich gerade schon geschnitten hier, so eine Scheiße. Ich will mich jetzt nicht nochmal schneiden. Und da ist dann höchstwahrscheinlich nur das Spiel drin. Wir gucken mal kurz. Hier vorne ist das Spiel drin. Ah, eine Pip-Boy-Bedienungsanleitung. Ich befreie mich mal schnell hier von diesem ganzen Plastikmüll. In der Pip-Boy-Bedienungsanleitung lernen wir einiges in Schwarz-Weiß. Haftungsausschuss, Glückwunsch, Technologie, Mensch, Fortschritt durch Partnerschaft. Ist ganz nett gemacht. Warum ist der Pip-Boy so wichtig? So ein bisschen Hintergrundinformation, wie für sie gemacht. Was ist drin? Ah ja, da sieht man auch schon, dass es diverse Adapter gibt, um dann letztendlich sein Smartphone in den Pip-Boy einzuführen. Demonstration folgt in diesem Video, versprochen.
eine elektronische Verbindung herstellen. Da kann man das quasi als Second Screen dann letztendlich im Spiel benutzen. Und wir haben hier, wie man den Öffnungsmechanismus hier betätigt. Eine Kompatibilitätsliste verschiedener Smartphones ist auch abgebildet. Natürlich die ganze iPhone-Kacke hier, iPhone 4, 4S, 5, iPhone 6, Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S5. Ich habe hier ein HTC One M8 liegen. Ich hoffe, das passt da auch irgendwie. Wenn nicht, habe ich noch ein Ersatzhandy, ein kleineres. Zeige ich euch gleich alles. Einsetzen ihres iPhone 4S. Lalalala, brauchen wir alles nicht. Packen mal die Verpackung hier, Bedienungsanleitung hier weg. So, das hier ist die Steelbook-Edition von Fallout 4. Gerade mal ganz unauffällig geguckt, ob ich weiter blute hier an meiner Fleischwunde. Ja, ich wisst, für die Leute, die kein Blut sehen können, es tut sehr weh. Ja, ich bin da auch eine Memme, muss ich ehrlich sagen. So, zack. Ist mal aufgemacht. So, das hier ist die Steelbook-Edition. Sieht sehr schick aus, wie ich finde. Auf der Rückseite. Dann gucken wir mal, ob da Codes drin sind. Nee, keine Codes. Hier haben wir Fallout 4 für die PS4. Disc sieht auch ganz cool aus. Dahinter auch nochmal hier so ein Anzug. So, dann, das ist eine Sache, die ich ehrlich gesagt ziemlich beschissen finde. Und zwar uneingeschränkter Zugang Season Pass. Das sieht so aus, als ob man einem sagen würde, hey, du hast 130 Euro ausgegeben. Natürlich schenken wir dir den Season Pass. Aber das ist leider gar kein Season Pass, sondern tatsächlich nur Werbung für den Season Pass. Also das finde ich fast schon eine Frechheit, das hier so frech reinzulegen. Und dann ist es letztendlich nicht mal ein Season Pass. Also für 130 Euro, das ist jetzt von der Produktion nicht wirklich viel mehr. Wahrscheinlich sagen sie sich, wer 130 Euro für so ein Ding hier ausgibt, der kauft sich dann letztendlich auch den Season Pass. Finde ich allerdings echt unfair. Also das gehört hier 100% rein und ist eine Sauerei an dieser Stelle. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass sie den nicht dazugegeben haben, den Season Pass. So, dann haben wir hier ein Poster von Vault Tec mit den verschiedenen Fähigkeiten, die man skillen kann. Ja, also das heißt, dieses Special-System, ich tue das mal hier beiseite, ich habe zu wenig Platz hier. Ja, sieht ganz cool aus, ja, da kann man in-game, sieht glaube ich die Anzeige so ähnlich aus, dass man da dann seine Punkte verteilen kann, wenn man ein Level-Up hat, ne? Also das heißt, in ja, die verschiedenen Sachen hier, in Intelligenz, in Charisma, dass man Leute besser überreden kann und so weiter, in Glück, dass man coolere Sachen findet, ne? Oder in Stärke, dass man wahrscheinlich mehr tragen kann, etc. Kennt ihr von Skyrim, kennt ihr von alten Fallout-Spielen, das ist bei Bethesda halt so und wird durch diesen Kollegen hier immer wirklich sehr, sehr, durch diesen Fallout-Boy immer sehr, sehr geil, ja, angezeigt und visualisiert das Ganze. Ja, das Poster verschwindet wahrscheinlich wieder in der Hülle hier und wird dann nie wieder rausgenommen. Ein Überlebenshandbuch für Vault-Bewohner ist hier auch noch mit dabei. Da steht ein bisschen was zur Steuerung der PS4. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Spiel als solches. Bisher nicht wirklich spannend, ich weiß. Ihr wartet alle auf das Plastikding, ne? Das kommt jetzt, liebe Leute. Hat sich gelohnt, dass ihr hier so lange dran geblieben seid. Ich tue mir den Pip-Boy-Bedienungsanleitung hier an die Seite, weil vielleicht brauchen wir die gleich nochmal. So, dann befreien wir mal den Pip-Boy hier aus seiner Box. Das geht ganz leicht, der ist da nicht wirklich eingefärscht. Hier drin ist sehr viel Schaumstoff, sieht ganz cool aus. Und was für mich auf jeden Fall ganz wichtig ist, ist dieser Stand, damit wir den Pip-Boy auch ins Regal stellen können, weil ich werde das Ding wahrscheinlich einmal zum Spaß anprobieren und dann nie wieder anhaben und es mir dann irgendwo hinstellen wollen. Also hier sehen wir, das ist das Pip-Boy Modell 3000 MK, was ist das, ein 6, 6, 15? 15 meine ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, römische Zahlen sind nicht so meins. Ja, und nicht für den zivilen Einsatz gedacht, sondern nur für den militärischen. Ja, hier unten steht dann nochmal Made in China, bisschen Gummifüße unten drunter. Aber sieht wahrscheinlich ganz cool aus, wenn man das Teil da drauf stellt. Machen wir gleich auch noch. So, hier in der Box ist nichts mehr drin, außer diesem Schaumstoff. Vielleicht kann ich da auch coole Sachen verstecken, Gummitiere oder so. Ne? Krokodile mit weißem Bauch, wer weiß, was sich da so drin findet. Hier steht auch nochmal ganz deutlich, was zur Qualität
Made in China. Also hochwertig sieht das Ding jetzt nicht aus. Aber ich finde es ganz cool. Ich habe hier oben so einen Gitarrenverstärker stehen. Den werde ich in den Keller befördern und werde das dann statt des Gitarrenverstärkers hinstellen. Finde ich irgendwie ganz nett, die Box hier. Das ist schon eine ganz coole Sache. So, stellen wir hier hin. Und dann ziehen wir hier mal das Zubehör des Pip-Boys raus. Machen wir mal als erstes hier auf. So, da haben wir diverse, ja, so Schaumstoff-Adapter-Rixe, wo man dann letztendlich Handys reinpacken kann. Ne? Da kann man dann hier das hier so rausdrücken und hat dann hier, oh, das sind so mehrere Ringe. Das ist schlau, weil ja den inneren rausmachen ist schlau. Und dann kann man das an sein Handy anpassen. Mal gucken, ob wir gleich die Handys, die ich hier zur Verfügung habe, hier irgendwie unterbringen können. Das sind auf jeden Fall die Schaumstoffdinger. Und hier drin ist nochmal, ja, so ein Teil, womit man sich das Ding dann umschnallen kann. Und das hier drin ist so, ja, das ist ganz cool, so weich. Ja, damit man auch einen schönen Tragekomfort hat, wenn man das Ding hier trägt. Ja. So, dann gucken wir uns den Pip-Boy selber doch mal genauer an. Also das kennen wir ja alles. Hier können wir wählen zwischen Stats, Inventar, Data, Map und dem Radio. Oh, ich, so, dass ihr es mal sehen könnt hier. Okay, das ist jetzt qualitativ, wenn ich das so drehe, das kommt mir auch schon so ein bisschen entgegen, ehrlich gesagt. Ist jetzt qualitativ nicht so der Hammer, aber es ist ja auch nicht wirklich funktional. Ja? Hier kann man auf jeden Fall was machen, das ist schon mal okay. Dann kann man hier die Radiosender bzw. das Empfangsteil hier so ein bisschen einstellen. Das wird hier auch ganz cool visualisiert. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Dann ist hier der Verstrahlungsgrad, der wird hier noch angezeigt. Ist eigentlich auch ganz nett. Also in den Videos, die ich muss ehrlich sagen, ich habe mir vorher auch ein, zwei Videos angeguckt, sah das Teil billiger aus, als ich es jetzt in der Hand habe. Es ist natürlich nichts Hochwertiges. Was ich ganz doof finde, ist, dass die keine Textur hier drauf haben, sondern dass es so, ja, glattes Plastik einfach ist. Aber ich habe einen Kollegen bzw. einen Bekannten, der ist Airbrusher und ich habe schon vor, dem das Ding zu bringen und zu sagen, hey, brush mir mal ein bisschen Rost da drauf. Ich glaube, dann sieht das Teil richtig cool aus. Ja, mal abgesehen von der eher semi-perfekten Verarbeitungsqualität. Es ist so von der Optik mal ganz gut. Ja, wir machen das mal auf. Hier unten, das ist tatsächlich auch Metall hier. Kann man das so aufmachen. Und dann, genau, schnappt das hier so auf. Und dann kann man da seinen Arm reinlegen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Klettverschlussding jetzt haben muss. Ich versuche es einfach mal so. Gucken, ob das eine gute Idee ist, das live hier zu machen. Ich denke schon. Ich habe jetzt nicht so die Mörderarme, deswegen geht das, denke ich mal. Oh, das ist cool, das ist richtig cool. So, Achtung. So, das war's, glaube ich, schon. Oder? Oder ist noch nicht fest? Das hat es irgendwie noch nicht festgeschnallt. Ah, doch, ich glaube, fester geht's nicht. So, so sieht das dann aus. Ist voll geil, Alter. Ich glaube, ich gehe morgen so arbeiten und sage, ey, Kollege, das ist mein neuer Apple Watch. Irgendwie sieht das ganz cool aus. Also. Ich habe ehrlich gesagt ein schrottigeres Ding, mit einem schrottigeren Ding hier gerechnet. Sieht ganz gut aus. Auch hier, das ist hier das Teil, was man dann an diese Terminals anschließen kann. Kann man das auch abmachen? Nichts abbrechen, aber ich glaube nicht. Nee. So. Ja, ich guck mal auf meinen Pip-Boy. Okay, mein Status ist kritisch. Hier steht auch nochmal Pip-Boy drin. Ich finde es gar nicht schlecht. Ja. Ich sehe schon wieder die Kommentare, das ist China-Müll. Es ist halt Fanservice, ne? Das ist einfach sowas, um sich das irgendwo hinzustellen. Und ja, bis auf die fehlende Textur ist es zwar qualitativ jetzt nicht das Beste, aber es ist irgendwie doch schon ein ganz nettes Gimmick hier in dieser Edition. Ja, immer nur eine Statue ist vielleicht auch langweilig. Die Idee ist gut, die Umsetzung ist befriedigend, würde ich mal sagen. So, jetzt wollen wir aber auch mal hier irgendwie was einsetzen. Wie kriege ich das Ding jetzt hier auf? Warte mal. Ah ja, okay, hier runterdrücken. Guck mal, ich brauche keine Anleitung, wir brauchen eine Anleitung. Und dann kann man das hier so aufklappen. Okay, alles klar, verstehe. So, dann machen wir mal hier, ah, okay, das hier auf. Und da, ah ja, okay, das sind die Schablonen, die dann darauf kommen. Na, guck mal, hier kann man so eine Batterie noch aktivieren. Zeige ich euch mal eben. Zack, jetzt hat die Batterie Kontakt. Und wie schalte ich jetzt hier? Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Da ging eine LED an. Wie ging die an? Was habe ich da gemacht? Die ist gerade angegangen. LED, geh an. Die ging gerade kurz an. Was habe ich denn getan, dass die angegangen ist? Warte mal. Habe ich irgendwo gedrückt? Ah, einfach auf die LED drücken. Dann geht hier eine LED an. Ja.
Das Teil wird immer cooler. Hier geht die LED an. Und hier hinten ist auch nochmal eine LED, die angeht. Wer weiß, wie lange die hält, aber ich glaube nicht so lang. Okay, alles klar, wir müssen ein Handy reinpacken. Also, ich habe hier... Mann, so. Ich habe hier ein HTC One M8. Das passt leider nicht. Ja, also man sieht hier, das HTC One M8 ist leider... Ich habe es schon fast vermutet, zu klein. Es gab mal eine Tabelle, wo man sehen konnte, wie groß das Handy sein muss, damit es hier reinpasst. Und hier ist es leider zu groß. Ich finde, das HTC M8 ist auf jeden Fall kein Riesenhandy. Ja, also ein S6 Plus oder sowas ist deutlich größer. Von daher, 5 Zoll Handy passt nicht rein. Aber ich habe mal von einem Kunden von uns so ein Lenovo-Handy hier geschenkt bekommen. Das habe ich nie gebraucht, weil das echt ein richtiges Rotzteil ist. Aber ich denke, für diese Zwecke, ich werde das für immer in diesem Pipboy lassen, ist das eigentlich ganz okay. Ja, das passt da super rein. Mal gucken, vielleicht passt ja auch hier einer dieser komischen Dinger, Schaumstoffdinger. Und wir können das dann damit verwenden. Ich lass mal laufen, oder? Wenn ihr keinen Bock habt, könnt ihr vorspulen. Vielleicht seht ihr das Ding gleich in Aktion. Aber ich versuche das jetzt auch mal hier einzulegen. So, ich nehme jetzt hier den dünnsten. Und... Okay, das sieht ganz gut aus. Ne? Also es sitzt eigentlich ganz gut da drin. Und dann kann ich das... Naja, es geht. Wartet mal kurz. So, kann ich das leichter so einsetzen. Moment. Ich mache schon mal das Ding an. Ich glaube, ich komme gleich nicht mehr an den... Warum bist du so kacke? So, warte. So, es ist ein bisschen tricky, aber es ist jetzt... Es ist drin, liebe Leute, es ist drin. So, okay, alles klar. Das läuft. Dann entsperre ich das Ganze jetzt mal und habe jetzt hier auch gleich schon die App... das Pipboy-Teil aus dem Play Store geladen. Natürlich ist die kostenlos. So, gehen wir mal hier drauf und starten das Ganze. Pipboy. Geil. Ich find's geil. So. Habe ich den Sound ganz aufgedreht? Komme ich jetzt nicht mehr dran. Sowieso fürs Entsperren wird's schwierig, weil das Schaumstoffding da drum ist. Hallo? Ich glaube, ich hab's ausgemacht. Ah ja, okay. So, okay, das ist das Ding an. Okay, ich glaube, gleich müssen wir es noch so ein bisschen einstellen, Leute. Ah ja, okay, wir haben also die Hardware. Und sagen Next. Ah ja, okay, jetzt können wir das so einstellen, dass das mit diesen Dingern hier übereinstimmt. Warte mal, welches war das denn hier? Das hier? Können wir das so machen? Kriege ich das überhaupt dann noch zu? Warte mal, ich stelle das mal eben ein. Oh, das... Nein. Ihr seht schon, das ist alles ein bisschen schwieriger als gedacht. Display Area. So. Bisschen größer. Hier so hin. Das bleibt da irgendwie nicht so drauf, weil das ein bisschen zu hoch ist, das Handy. Aber... Ja, so ist es gut. So ist es gut. Okay, next. Save and continue. Wo spielen wir? Auf der PS4. Searching for Devices. Nee, ist nichts an. Tut mir leid. Demo-Mode. Okay, Demo-Mode ist super. Jetzt versuchen wir es mal zuzumachen. Warte. Zu hoch ist das Handy. Das ist echt so ein China-Boller-Teil. Aber ich glaube, es funktioniert. Warte. Ah, okay. Das Dumme ist, man kann es von außen dann nicht aus- und einschalten. Einfach weil die Knöpfe dann verdeckt sind, sobald es zu ist. Nein! Warum gehst du nochmal von vorne, du Arsch? So. Ihr seht schon, das funktioniert astrein, das Ding. Das ist richtig cool gemacht. Mit anderen Worten, ist es richtig behindert gemacht. Weil die Einstellung hier ein Pain in the Ass ist. Aber wenn man das richtige Handy hat, ist es wahrscheinlich einfacher. So, okay, next. Kommen wir... Ey, warum? Komm, wir scheißen einfach drauf. Wir machen das einfach ein bisschen kleiner. Save and continue. Success. Hä? Das Ding ist jetzt irgendwie im Loop hier. Was soll die Scheiße? Versuchen wir es nochmal. So. Hardware.
Next. Display Area, ungefähr hier. Wir machen jetzt einfach mal nicht mit dem Ding. So sollte das ungefähr passen. Save and continue. Ah ja, okay. So, jetzt versuche ich es noch einmal hier zuzumachen. Und ansonsten leck mir am Arsch. Dann habe ich nämlich keinen Bock mehr. Fick dich doch. Ah, jetzt hat mich aber der Ehrgeiz gepackt. Ich raste gleich, ohne Scheiß. So, Fakt drauf, wir machen das nicht größer. Jetzt schnell zumachen. Schnell zumachen. Ja, das Handy ist zu hoch leider, Leute. Aber. Ha! Ha! Da ist er! Mein Pip-Boy funktioniert. Schnell anziehen. Fürs Foto. So, Achtung. Achtung. Nein, jetzt habe ich schon wieder die Einstellung da drauf. Funktioniert ja echt klasse. So. Nee. Das Problem ist, dass er immer wieder... Warte mal, das Ding rotiert jetzt. Dass er immer wieder in diese Einstellung kommt. Na, guck mal. Kann man auch im Zoom-Zustand machen. Ist eigentlich ganz okay, das so einzustellen. So, save and continue. Okay, ja, super. Ist immer irgendwie in einem Loop. Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach mal Fullscreen. Das speichert nicht. Ich weiß nicht, warum. Ja, ihr kennt die Idee. Ihr wisst ungefähr, wie das aussehen soll. Ist noch nicht so wirklich perfekt. Wer das Ding anhat beim Zocken, der hat eh ein Rad ab. Das ist eher was man sich irgendwo hinstellt. Und da wird das Handy sowieso nicht die ganze Zeit leuchten, deswegen werde ich da einfach irgendwas Schwarzes hintermachen und fertig, ja. Am besten hier sowas, ne, dann hat man da gar keine Probleme mit und gut, ja, aber ihr seht hier, es funktioniert. Eigentlich, ob das jetzt der Demo-Modus ist, der immer hin und her switcht, ich kann es ja nicht sein lassen, ne. Und, so, save and continue. So, ne. Fürs Foto sieht es eigentlich ganz cool aus. Alles klar, das war die Geschichte. Dann versuchen wir mal, das Teil in diesen Stand zu stellen und gucken, ob das cool aussieht. Achtung. So. Und dann müsste man das eigentlich, denke ich mal, so ungefähr hinstellen. Ja, genau, passt ganz gut. Ich zeige euch das eben nochmal. So steht das Teil dann im Regal. Ja. Es ist in Ordnung für eine Collector's Edition. Also ich muss ehrlich sagen, die beste Collector's Edition, die ich bisher gekauft habe, so vom Gimmick her, könnt ihr mal schreiben, was eure Lieblings-Collector's Edition ist, war die, ich hole die gerade mal hier, ich kann mich ja im Zimmer hier frei bewegen, ist die Dark Souls 2 Collector's Edition. Da gab es den Kollegen hier dazu. Ja. So eine Statue stehe ich irgendwie drauf, ist zwar 0815, aber der... ist von der Qualität ganz ordentlich gemacht und irgendwie finde ich den ganz geil. Hat die Collector's Edition 99 Euro gekostet. Ist okay. Hier hat man jetzt den, ja, den Pip-Boy dabei und diese Schachtel. Also man hat auf jeden Fall was zum Hinstellen und für Nerds und Geeks ist das eigentlich eine ganz coole Angelegenheit. Ja, also ich muss ehrlich sagen, als ich die Videos das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, was ist denn das für ein Schrott? Jetzt, wo ich so selber in der Hand habe und weiß, dass ich es mir hinstellen kann, finde ich es auf jeden Fall besser als gedacht. Ja, das war erstmal dieses etwas zu lang geratene Unboxing zur Fallout 4 Pip-Boy Edition. Ich freue mich jetzt, ja, ich muss es erstmal schneiden, wie immer, aber dann auch endlich mal dieses Spiel zu spielen. Es soll ja echt cool sein. Ich hoffe, ich habe auf der PS4 keine Probleme mit Performance und so weiter. Wurde ja ein bisschen gemäkelt, dass da irgendwie was im Argen ist. Ja, aber ich versuche auf jeden Fall mal mein Glück und wenn nicht, dann switche ich auf den PC. Aber erstmal... Kann man dran drehen. Aber erstmal versuche ich es auf der PS4. Ich glaube, ich spiele jetzt noch ein bisschen mit meinem Pip-Boy. Okay, ich bin erstmal draußen. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Papa Pace.